Einen wunderschönen guten Morgen. Es fühlt sich sehr, sehr seltsam an, wieder zu vloggen. Aber heute ist Montag und quasi der erste richtige Ferientag meiner Osterferien. Ihr habt in der letzten Zeit ganz schön was verpasst. Mensch, wo wart ihr eigentlich? Nein, Spaß. Was ist so passiert? Chronologisch kriege ich es nicht mehr hin, aber mein Freund hat Abitur gemacht. Deswegen auch Abiball, Lasfeier und so weiter und so fort, wie ihr vielleicht auf Social Media sehen konntet. Ich habe einen Preis für einen Kurzfilm verliehen bekommen, den ich zusammen mit einem Kumpel gedreht habe. Und das war ziemlich cool. Und ansonsten, ja, habe ich die ersten Klausuren geschrieben, die bisher mega gut gelaufen sind. Sogar meine Angst-Hass-Klausur-Mathe ist wirklich gut gelaufen. Also, bin ganz stolz, muss ich sagen. Jetzt habe ich halt quasi die Osterferien als kleine Pause so dazwischen, bevor es dann später weitergeht. Dazwischen bin ich noch irgendwann mit meinem Sozi-Stammkurs in Berlin. Da werde ich auch nicht filmen, klar, aber ihr werdet, denke ich mal, irgendwie was auf Snapchat, Instagram, sonst wo sehen. Und das war auch schon so das, eigentlich so das Wichtigste aus den letzten Tagen, hätte ich jetzt mal gesagt. Ich habe mich gerade schon fertig gemacht, noch nicht ganz klamottenmäßig, aber so, weil ich gleich noch ein Video drehen werde, weil gestern meine Kamera einfach nicht wollte. Irgendwie wollte sie nicht aufnehmen, zumindest nur die Hälfte des Videos. Von daher gucken wir mal. In anderthalb Stunden kommt mein Freund. Und ja. Bis dahin hätte ich das Video gerne fertig und alles soweit vorbereitet. Und es fühlt sich sehr, sehr seltsam an, wieder zu vloggen. Und ich hoffe, ich vergesse es nicht. Mal gucken, je nachdem, wie viel so passiert, ob ich wirklich einen Vlog pro Woche mache oder mehr. Mal gucken. Weil ihr kennt mich ja, ich laber ja gerne immer ein wenig. Von daher, ich habe das Gefühl, ich bin noch nicht ganz drin. Ich gewöhne mich da jetzt wieder dran. So, ich gehe jetzt das Video drehen. Es ist bereits Dienstag. Mein Freund ist gestern noch ein bisschen länger geblieben und danach ist eigentlich nichts mehr passiert, was ich irgendwie hätte filmen können, wollen, müssen, keine Ahnung. Genauso ging es auch mit dem Dienstagmorgen. Deshalb haben wir jetzt schon eigentlich schon fast Dienstag, ja, später Nachmittag oder Abend. Aber ich habe es endlich geschafft, meine Trainerin zu überreden, dass ich in den Ferien weiter trainieren darf. Zwar alleine, weil sie selber nicht da ist, aber ich habe den Raum für mich. Heißt, ich kann endlich mal ein paar Sachen filmen, die so einfach hier schwer zu zeigen sind. Deshalb werde ich unbedingt was mit dem Flexi-Stretcher machen, ein paar Choreos ausprobieren, wobei ich mir da noch nicht so sicher bin, wie das wirkt. Verschiedene Stretching-Sachen und so weiter und so fort und werde das alles mal filmen, in der Hoffnung, dass ich dann gute Aufnahmen kriege. Und ich bin ziemlich aufgeregt, weil ich das ja bisher nie konnte. Und ja, ich freue mich tierisch. Ich darf also gleich ins Studio, habe einen kleinen Raum für mich. Der ist zwar kleiner als der Hauptraum, aber es ist ein Raum und ich bin ungestört und das ist sehr gut. Von daher suche ich jetzt gerade meine Sachen zusammen, habe mich gerade in Schale geschmissen und werde mal gucken. Also, falls es klappt, werdet ihr in den nächsten Tagen zugespammt. Wir gucken mal und ich freue mich mega und ich nehme euch auf jeden Fall mit und zeige euch ein bisschen was jetzt gleich so. Ich fange erstmal an, ganz normal zu trainieren und nehme dann ein paar Sachen auf. Und ja, mal gucken. Ich freue mich tierisch. Hey baby, I know you fly, but the world ain't really ready for you. Ich hab jetzt noch sagen und schreibe eine Viertelstunde Zeit, bis ich herausgescheucht werde. Jetzt liege ich hier. Ich habe mir gerade mehr oder weniger so in so 2 Minuten eine Choreo zu Youth von Daughter ausgedacht, weil ich das Lied einfach mega schön fand und da unbedingt was drauf machen wollte. Und ich glaube, es ist ganz cool gewesen. Also ich liebe diesen Stil so. Und mal gucken, was ihr dazu sagt. Jetzt liege ich hier und will eigentlich noch was tun mit der letzten Viertelstunde. Mal gucken. Lieber Postbote, danke, dass du mich nicht verurteilst. Ich wollte es eigentlich gerade so live mit euch unpackt haben, aber ich bin schon gescheitert, mit einer Hand diese Box zu öffnen. Auf jeden Fall ist die My Little Box für den April da. Und zwar dieses Mal unter dem Motto Green und die ist mega schön geworden. Erst haben wir hier so einen kleinen Kalender mit was wann so in Saison ist und so, was für mich sehr hilfreich ist, weil ich immer jemand bin, der Rezepte und Gerichte mit irgendwas plant, was man momentan gar nicht bekommt, was so ein bisschen doof ist. Deshalb ist das echt praktisch. Dann hier dieses typische Magazin, was immer dabei liegt mit ganz vielen Tipps und DIYs und hier waren jetzt Gesichtsmasken und Peelings und all so ein Zeug drin, richtig interessant. Danach, was ich total cool finde, ein, ja, ich glaube, man nennt sie Bandana, oder? Diese
Tücher, die man eben auch als Halstuch und also nehmen kann. Hier sind noch verschiedene Wege. In so einem typischen Muster in so Blau-Grün-Tönen, was ich total schön finde, weil das eigentlich so gar nicht mein Farbschema ist. Ich bin mehr so der Rotmensch. Aber umso cooler ist das, dass ich jetzt auch mal was in der Farbe habe. Das werde ich irgendwie mal versuchen. Ich will das gerne benutzen. Mal gucken. Danach hier sowas richtig Cooles. Eine Art, Wasserflasche, aber in stylischer, weil man hier in die Mitte noch Früchte reintun kann, dass das Wasser dann so einen bestimmten Geschmack bekommt und frisch bleibt und so weiter. Finde ich mega schön und auch das Design gefällt mir total gut. Die werde ich auf jeden Fall im Sommer benutzen. Und dann hier in diesem Säckchen sind richtig tolle Produkte drin. Also ich konnte es gerade gar nicht glauben, dass da auch solche Marken drin sind. Zum einen ein Parfum von Weleda, nämlich das, ich versuche es jetzt richtig auszusprechen, das Jardin de Vie en Arche. Ihr wisst schon, ihr seht's ja. Ist ein Duft, den ich mir so nicht ausgesucht hätte, aber ist definitiv interessant. Ich hoffe, dass der mir nicht so ein bisschen in den Kopf geht. Da habe ich momentan ein bisschen Schiss vor. Aber generell riecht es mega gut. Und wie schon gesagt, ich hoffe, dass es bei mir keine Kopfschmerzen macht, weil ich bin bei all sowas tierisch empfindlich, wie ihr, glaube ich, inzwischen wisst. Aber hat mir auf jeden Fall sehr gut gefallen. Dann, was ich total cool finde, von My Little Beauty ein Vitamin Shot. Ein Gesichtspeeling. Ja, genau. Und es ist einfach orange. Es ist total orange. Also Vitamin Shot passt auf jeden Fall. Und ich bin tierisch gespannt, wie das sein wird. Und zu guter Letzt etwas von einer Marke, die ich unbedingt ausprobieren wollte. Nämlich von Caudalie, ein Moisturizer. Und wie schon gesagt, ich wollte von Caudalie lange was ausprobieren und bin jetzt mega happy, dass ich was davon habe. Und finde die Box an sich einfach nur super gelungen und freue mich tierisch, die ganzen Sachen auszuprobieren. Und ja, das war dann so mein kleines Unpacking für die Box von diesem Monat, weil euch das letzte Unpacking in meinem Video so gut gefallen hatte. Als ich euch diese Nude-Box gezeigt habe, dachte ich mir, ich zeige euch das nochmal. Und auf jeden Fall, ich bin sehr happy und werde die Produkte jetzt einräumen und freue mich. So, jetzt noch mein Ansehnlich. Mir fällt auf, ich habe ein bisschen Zeitdruck, weil mein Akku blinkt, aber ich habe gestern den Vlogtag nicht mehr richtig beendet, weil ich war so fertig und ich habe heute Muskelkater an Stellen, an denen ich ihn bisher eher seltener hatte, weil ich gestern einige neue Dehnübungen ausprobiert habe und generell so ein paar Sachen ausprobiert habe, die ich in letzter Zeit so gesehen habe und wo ich mir dachte, okay, das willst du mal ausprobieren. Da willst du dich aber A, nicht mit während einer Ballettstunde blamieren, falls es nicht klappt, und B, hast du zu Hause dafür keinen Platz. Deshalb war das jetzt die perfekte Gelegenheit. Einiges hat geklappt, vieles auch nicht. Von daher habe ich jetzt gerade Nacken, Schulter, Rückenbereich. Oh, es tut so weh, aber egal. Ich werde morgen wahrscheinlich nochmal ins Studio gehen und da nochmal ein bisschen filmen. Ich werde gleich mal auf die Aufnahmen so gucken. Ich habe das Impro-Video von gestern schon auf Instagram geladen. Das wird wahrscheinlich nicht so auf YouTube kommen, das muss ich mal gucken. Aber bisher sind die Reaktionen total schön und das freut mich mega. Und ja, ich lade jetzt meinen Akku. Cool, dass die Sonne gar nicht blendet oder so. Auf jeden Fall, mein Akku ist inzwischen wieder geladen. Und der halbe Tag ist auch mehr oder weniger rum, beziehungsweise mein Tag war relativ, oh Gott, relativ uninteressant. Auf jeden Fall, ich habe sämtliche Videos nochmal mir angeguckt und ein bisschen was hin und her geschoben an Dateien und was hochgeladen und was geschnitten und was fertig gemacht und alles Mögliche und Kommentare beantwortet und hin und her und Dinge. Auf jeden Fall habe ich das so den ganzen Tag gemacht und wäre jetzt nicht allzu spannend gewesen. Aber jetzt habe ich mich gerade nochmal fertig gemacht und mir ist tatsächlich das erste Mal heute wieder warm. Ich habe mich den ganzen Tag sowas von abgefroren, habe jetzt ungefähr 5 Schichten übereinander gestapelt, wie es nur ging, und fühle mich jetzt wie so ein kleiner Sumo-Ringer, aber egal, mir ist es warm. Und ich nehme das erste Mal die Tasche, die ich vor ein paar Tagen auf dem Mädelsflohmarkt gekauft habe. Wobei ich sagen muss, ich bin eigentlich kein Freund von Fake-Taschen, aber die fand ich einfach cool. Die sieht nämlich aus wie so eine von diesen, ja, was war es denn jetzt? Dior, Prada, Chanel, Gedöns, was, Designer-Taschen. Ja, wie schon gesagt, ich bin eigentlich nicht so der Fan von, aber ich habe sie auch eigentlich gar nicht richtig gekauft. Eigentlich hat sie halt diese Frau gekauft und ich habe sie ja dann nur abgenommen, also ja. Nein, aber ich finde sie wirklich schön und für sie sieht es erstmal aus. Ich habe mich nämlich mit ein paar Freunden zum Grillen verabredet und da werde ich mich jetzt hin auf den Weg machen. Ich weiß ja nicht, ob ich die Kamera mitnehme. Vielleicht schon mal so obligatorisch für so 2, 3 Grillaufnahmen. Aber ansonsten wird heute auch nicht mehr allzu viel passieren. Ich denke auch nicht, dass ich mich heute nochmal abmelden werde, weil wir noch nicht wissen, wie lange wir irgendwie Zeit miteinander verbringen wollen alle. Von daher bin ich am Ende eh wieder so müde, dass ich nichts machen werde. Von daher sage ich euch jetzt schon mal gute Nacht. Aber ja, ich mache mich dahin jetzt auf den Weg. Einen wunderschönen guten grünen Donnerstag, würde ich da mal sagen. Ich spreche etwas leiser, weil ich die anderen Leute nebenan nicht stören möchte. Ich bin jetzt wieder im Studio.
heißt, heute ist der letzte Tag, wo ich hier ja quasi den Raum zur freien Verfügung habe. Das ist, by the way, dass ihr euch nicht wundert, der kleine Ballettsaal. Also hier sowas wird normalerweise eigentlich kein Ballett getanzt. Der steht sogar die meiste Zeit leer. Das wundert mich eigentlich, aber umso besser für mich dieses Mal jetzt. Und ich habe tierischen Muskelkater vom letzten Mal. Ich weiß nicht, woran es lag, vielleicht in den neuen Sachen, die ich ausprobiert habe, dass meine Muskeln diese Sachen so nicht kannten. Aber es tat ein bisschen weh teilweise und ich spüre es immer noch gerade im Rücken, aber mal gucken. Ich werde mich jetzt erstmal aufwärmen, ein paar Übungen machen und dann mal gucken, was ich da so tun werde. If you had just a sip of Hennessy, would you remember me? Cause I know how hard you tried to forget how we ended things, but look baby, I know you're flying out. Like to tell you that you always on my mind. You my snapback. So they make that ass clash. Trainiert, Sachen ausprobiert, aber irgendwie, ich weiß nicht, ich hatte den ganzen Tag schon Magen- und Kopfschmerzen und dann war beides weg und beides dachte sich gerade so, hey, jetzt komme ich wieder und dementsprechend lief es auch. Ich habe jetzt noch so ein paar Szenen für ein Video gefilmt, was mir gestern noch so eingefallen ist, was ich noch machen wollte. Ansonsten habe ich aber, denke ich, alles abgegrast, was die meisten von euch sich gewünscht haben und was ich selber noch so machen wollte. Von daher hoffe ich, dass die Aufnahmen auch alle gut geworden sind und dass ich sie verwenden kann, weil ab morgen sind ja die ganzen Osterfeiertage, da kann ich also nicht mehr filmen. Von daher, ich glaube, ich brauche echt eine Kopfschmerztablette und dann lege ich mich ins Bett und mache heute nichts mehr. Aber ja, ich hoffe, dass es trotzdem gut geworden ist und ich würde auch sagen, irgendwie kriegt ihr die ganzen letzten Tage wirklich nur halbe Tage, aber heute Morgen ist auch wieder nicht viel Spannendes bei euch zumindest passiert. Also mein Freund war die ganze Zeit da und deshalb, da wäre jetzt nicht groß was gewesen, was ich hätte filmen können. Von daher, ja, ist das heute so quasi das erste und einzige. Deshalb kriegt ihr halt wirklich echt nur halbe Tage zu sehen, aber so wird der Vlog auch nicht allzu lang. Ich habe echt Angst, wenn ich so die ganze Zeit frei habe, dass der Vlog so riesig wird, aber okay. Deshalb sage ich jetzt schon mal gute Nacht. Ich werde zu Hause eh nur noch ins Bett fallen. Von daher, ja, wir sehen uns also morgen. Gute Nacht. Einen wunderschönen guten Morgen. Heute ist Freitag, um genau zu sagen Karfreitag. Und ich habe mich gerade fertig gemacht. Irgendwie heute ein bisschen hippie-mäßig, ich weiß nicht, aber ich finde es ziemlich cool. Vor allen Dingen, das Wetter ist mega schön. Die Sonne scheint, ich weiß nicht ganz, ob es warm ist, aber es ist auf jeden Fall wunderschön. Und deshalb dachte ich mir, okay, was Luftigeres ist mal wieder angebracht. Ich freue mich auf jeden Fall tierisch. Und ja, ich werde mich gleich auf den Weg machen, denn eine Freundin von mir hat mich, beziehungsweise uns alle Freundinnen, so zum Brunchen eingeladen. Heißt, da werde ich mich jetzt gleich auf den Weg hin machen. Rap-Niggas need love to respect it. Say they love us more than we love you, but check it. Erklärung dazu, was ihr da gerade gesehen habt. Ich war ja mit meinem paar Freundinnen brunchen und es war wirklich, wirklich schön und hat wirklich viel Spaß gemacht. Und bin dann wieder nach Hause und habe jetzt schon, weil ich einfach nicht wusste, ob ich es irgendwann jetzt noch die Tage schaffe, für meinen Freund so eine Art, naja, Osterüberraschung ist vielleicht übertrieben, vorbereitet. Heißt, ich wollte ihm einfach irgendwie eine kleine Freude machen, weil ich ihn so aus Spaß gefragt hatte, ob denn der Osterhase noch kommt. Und er meinte, nein, in seinem Alter nicht mehr. Und bei mir kommt er eigentlich auch nicht mehr, aber egal. Und dann dachte ich mir so, man kann ihm ja so eine kleine Überraschung machen und habe quasi ein Überraschungsei genommen. Ist komplett auseinandergefriemelt, den Inhalt von diesem kleinen gelben Inhalt-Dings rausgenommen, selber einen Zettel geschrieben mit was Süßem drauf, den wieder da reingepackt, das Ö-Ei wieder zusammengeschweißt, das wieder zusammengefriemelt, so als ob nie was gewesen wäre. Und das werde ich Ihnen dann an Ostern in die Hand drücken und sagen, hier, mach's mal auf. Und mal gucken. Ich glaube, das ist eine ganz süße Idee. Ich hoffe, dass ihn das freut. Ich wollte einfach irgendwas Kleines so als Aufmerksamkeit machen. Und ja, das habe ich gerade eben gemacht. Und jetzt werde ich mal gucken. Vielleicht drehe ich gleich noch ein Video. Oder ich lerne weiter Geschichte. Das habe ich die letzten Tage auch getan. Das war mega toll. Mal gucken. Einen wunderschönen guten Morgen. Heute ist Samstag, genauer gesagt Kar-Samstag, meine ich, heißt das Ganze. Ich habe den Vlogtag gestern mein Video nicht beendet, weil ich einfach ein Genie im Vlogtag beenden bin. Nein, ich war einfach, ich hatte irgendwann mega Kopfschmerzen. Ich habe nur noch ein bisschen Geschi gelernt und dann war der Tag auch schon vorbei. Also es war nicht mehr wirklich spannend. Aber heute bin ich erstmal auf dem Weg nach, oh Gott, Hürth, glaube ich, heißt das Ganze. Das ist irgendwo bei Köln, weil meine Eltern sich irgendwas anschauen wollten. Und danach fahren wir noch vielleicht nach Bonn rein oder so, mal gucken. Von daher weiß ich nicht, heute so ein bisschen Stadtbummel und Tag vertreiben, weil das Wetter ist ziemlich mies. Und wir versuchen jetzt einfach mal, dass die Stimmung nicht genauso wird. Nein, also ihr wisst ja, wie sehr ich mich von Sonne und Wetter und allem beeinflussen lasse. Von daher versuche ich das jetzt einfach irgendwie
von mir wegzutreiben. Und nein, aber ich freue mich eigentlich. Es wird heute, denke ich mal, ein ganz schöner Tag mit meiner Familie. Und ansonsten passiert erstmal nichts vorausgesehen. Ich werde mich jetzt erstmal weiter daran machen, sämtliche Schullektüren für sämtliche LKs zu beenden. Gleich auf der Autofahrt und ja. Ich bin wieder da und geschafft. Also ich weiß irgendwie ziemlich lange unterwegs, muss ich wirklich sagen. Aber auf jeden Fall, ja, es hat ziemlich Spaß gemacht. Ich habe zum Beispiel das, ja, Cardigan-Ding, diesen Überwurf bei Hollister da mitgenommen, den ich euch vorhin gezeigt habe. Und die haben irgendwie gerade mega Rabatt. Also das war, hat sich schon gelohnt, ja. Und ja, so ein bisschen gebummelt, ein bisschen geguckt. Und gerade eben habe ich noch für morgen die kleine Osterüberraschung für meinen Freund fertig gemacht. Ich hatte ja erzählt, dass ich diese Ü-Eier da ein bisschen manipuliert habe. Und jetzt habe ich ihm hier so ein kleines Körbchen stellscharf mit allem möglichen Zeug gemacht, einfach nur als kleine Aufmerksamkeit und in der Mitte halt eben diese Eier und ich versuche ihn mal irgendwie unterschwellig dann zu bringen, diese Eier als erstes zu killen, damit ich dabei bin, wenn er das öffnet und ja, das kriege ich schon irgendwie hin. Zur Not schnapp ich mir eins und dann tue ich so, als würde ich es ihm wegessen und dann mal gucken. Auf jeden Fall, ich glaube, ich werde jetzt noch einen Kuchen backen, auch wenn es bei weitem nicht mehr Kuchenzeit ist, aber dann einfach für morgen so quasi für Ostern. Ich habe nämlich ein ganz cooles Rezept auf Pinterest gefunden und das wollte ich gerne ausprobieren. Und das werde ich jetzt, glaube ich, gleich machen. Und ansonsten war das alles, was ich zu erzählen habe. Einen wunderschönen guten Morgen und frohe Ostern. Heute ist Ostersonntag und ja, ich will damit auch schon diesen Vlog beenden. Also den Ostersonntag habe ich bisher, also es ist jetzt so, ja, 5 Uhr bisher, sehr entspannt mit meiner Familie verbracht. Ich habe den Kuchen von gestern angeschnitten und wir haben ihn alle probiert. Das war übrigens ein Eierlikör-Nutella-Marmorkuchen. Mega genial. Also ich muss schon sagen, der war schon ziemlich gut. Dann war mein Freund halt noch ganz kurz hier, weil der ist jetzt im Urlaub und wir haben uns verabschiedet und meh. Und ansonsten habe ich gerade noch ein Video gedreht und so weiter und so fort und werde aber den Ostersonntag relativ ruhig noch weitergehen lassen und mit meiner Familie eben genießen. Und ich denke mal, so werde ich das auch am Ostermontag machen, aber mal gucken. Das werdet ihr dann nächste Woche im Vlog sehen wahrscheinlich. Und deshalb wollte ich auch einfach nur an dieser Stelle den Vlog beenden. Ich habe ja ein paar Mal vergessen, irgendwie den Vlogtag zu beenden. Das tut mir sehr leid, aber ich muss mich da wieder reingrooven. Ich werde ja auch in ein paar Wochen dann schon wieder kurz eine Pause machen wegen den Klausuren. Aber naja, ich hoffe trotzdem sehr, dass es euch gefallen hat. Gerade so die Trainingssachen und alles Mögliche, dass ja, euch das mal gefreut hat, dass ich das mal so aufnehmen konnte. Und von daher, ich freue mich, dass ich jetzt wieder die erste Woche schon wieder vloggen konnte. Und ich werde jetzt den Vlog zu Ende schneiden und ihn dann auch hochladen, damit ihr ihn hoffentlich noch am Ostermontag sehen könnt. Gut, ich hoffe sehr, dass es euch gefallen hat und dass ihr auch bisher ein sehr, sehr schönes Osterfest hattet. Und daher, von daher würde ich sagen, tschüss.